Einen wunderschönen guten Tag in einer neuen Folge. Die Silos gehören nicht mir, Leute, weil immer wieder die Frage kommt, gehören die Silos dir? Nein, die Silos gehören mir nicht. Was machen wir heute? Was haben wir heute? Nee, was haben wir gestern gemacht, Leute? Ich habe gestern Kamera vergessen. Da, wir haben Gärreste geschlitzt. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man Gärreste schlitzt auf unbestellten Acker. So. Seht ihr das? Man sieht fast gar nichts. Das ist eigentlich ein hervorragendes Ergebnis. Jetzt werdet ihr fragen, aber Hannes, muss man denn nicht Gärreste einarbeiten? Schlitzen zählt als Einarbeiten. Und wenn ihr mal seht, das ist ja, also wenn das nicht als Einarbeiten zählt, es dürfen keine Gärreste an der Oberfläche sein. Da hat man hier maximal das. Seht ihr das? Das ist ganz bisschen drin. Wenn man hier so ein bisschen wühlt, da sind sie. Ne, das Schöne ist halt durch den Schlitz und dann fällt die Erde so rauf und dann sind sie zugedeckt. Klappt nicht ganz, wo man eine Fahrspur hat. Ne, aber da hat man auch mit der Scheibenecke, wenn man ein bisschen flacher arbeitet, weniger Material. Ein bisschen Material hat man immer an der Oberfläche. Es sei denn, man arbeitet mit einem Güllegrubber oder Striptil oder so. Ne? Warum das Ganze hier bei uns an der Biogas, da ist ja die Biogas, hier ist fast ein Versuchsacker mit nur Versuchskulturen. 7 an der Zahl und alles so von 2 bis 5 Hektar. Das sind 30 Hektar hier insgesamt. Wisst ihr ungefähr Bescheid. Und unter anderem werden wir nächste Woche ja schon mal eine Kultur drillen. Und was habe ich mir bei dem Ganzen hier gedacht? So, jetzt hat es ja hier schon wieder seit Wochen nicht geregnet, ne? Wie ihr seht. Guckt mal, wie der Acker hier aussieht. So sieht der Acker jetzt aus. Und ich möchte ja maximal Feuchtigkeit konservieren. Wie ihr seht, hier ist noch Feuchtigkeit im Boden. Jetzt hätte ich das Ganze natürlich auch schon mal mit der Scheibenecke einarbeiten können. Dann hätte ich die ersten 10 cm keine Erde mehr gehabt, kein Wasser mehr gehabt. Und ich hätte grubbern können und dann wäre der obere Satz so Wasser weg gewesen und die Kulturen, die meisten kommen davon in 1 bis 2 cm rein. Das heißt, ich hätte die Kulturen dann in diesen Staub gedrillt. 1 bis 2 cm ist ungefähr das, was hier so staubt. So, das funktioniert natürlich nicht. Ne? Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wir das Wasser möglichst gut konservieren. Deswegen, ich habe ja, werdet ihr nächstes Mal sehen, ich habe eine Drillmaschine von Querneland, die wir diesmal testen dürfen und können. Und die hat ein Disk-System und damit habe ich mir gedacht, das probieren wir erstmal aus. Arbeiten wir so 10 cm, dass wir oben den Boden ein bisschen mischen, Feuchtigkeit an die Oberfläche holen, damit wir eine vernünftige Struktur haben, damit wir Saatgutablage haben und. Das werden wir drillen, 2 cm tief, dann werden wir es mit dem Güttler anwalzen. Soweit die Theorie und dann hätten wir theoretisch den ganzen unteren Chorhorizont als Feuchtigkeit konserviert. Ja, kann man hier nicht grubbern? Ja klar, man kann hier auch grubbern. Man kann hier auch pflügen, man kann hier auch ganz viele wilde Sachen machen. Die Frage ist, kommen wir dann damit ans Ziel? Und wir wissen aktuell nicht, wann es wieder regnet. Das wissen wir einfach nicht. Und wir müssen jetzt, also wir haben jetzt die große Frage, wie kriegen wir jetzt so viel Feuchtigkeit konserviert, dass wir A, genug Feuchtigkeit für die Aussaat haben, ne? Also wenn wir ihm in so einen Boden reinlegen, da kommt nichts, da wird nichts kommen, da reicht auch kein Tau aus, nichts. Der Tau, der an der Oberfläche morgens ist, der ist auch innerhalb von einer Stunde wieder weg. Denn wir haben hier auch immer Wind. Wir sind hier oben im Norden, wir sind nicht richtig im Norden, aber wir sind da, wo es immer Wind ist. Hier ist immer Wind. Ja, und dadurch trocknen die Böden halt schnell aus. So, und deswegen machen wir den ganzen Kram. Hannes, könnte man jetzt auch Direktsaat machen? Bestimmt, wenn man die richtige Drillmaschine dafür hätte. Dann könnte man wohl auch Direktsaat machen. Wir haben jetzt hier keine weitere Bodenbearbeitung. Hier hatten wir jetzt ein paar Tests gemacht. Ne? So sieht das hier Ganze aus mit den Tests. Und da haben wir noch ein paar unbearbeitete Stoppeln. So, die, wo wir jetzt einfach nur in die Stoppeln geschlitzt haben. Also hier waren wir mit der Messerwalze am Testen. Und hier haben wir einfach so eingeschlitzt. Hier haben wir tatsächlich noch so ein bisschen mehr Boden gehabt. Und hier haben wir auch ein bisschen mehr Struktur bewahrt, damit man hier noch weniger sieht. Also 20 Kubik pro Hektar wird hier eingeschlitzt. Das reicht als Nährstoffversorgung für die Kulturen. Ne, wenn ihr hier seht, hier ist halt so diese typische Kruste. Ja, man sieht aber auch hier schöne Poren und Gänge. Und wir wollen davon ja möglichst viel erhalten. Von dieser Struktur. Da von der. Seht ihr das? Die Frage ist nur, wie, wenn wir ständig keine Feuchtigkeit haben. Bis hier im Winter hat es jeden zweiten Tag geregnet. Und jetzt haben wir wieder seit Ewigkeiten nur Sonne und Wind. Klar ist das schön, aber zusätzlich ist es halt kalt. Also es passiert auf den Feldern nichts. Wir haben den Raps hier vor 2 Wochen gedüngt.
Ich hab auf Instagram rumgefragt, Leute, wart ihr schon im Raps, wart ihr schon Spritzen, habt ihr schon Käferflug, so. Ist ganz unterschiedlich, einige hatten mega viel Käferflug, die anderen gar nicht. Ich bin einer, der gar kein Käferflug hat. Ich war gerade in die Gelbschale gucken, habe die Sonntagabend gewechselt, heute ist Dienstag. Sonntagabend gewechselt und das sieht aus, als wenn ich die vor 5 Minuten frisch gemacht habe. Da waren 3 Käfer drin. Selbst Rapsglanzkäfer hatten wir vorher utopisch viele geflogen sind. Aber nichts. Und weil der Raps auch noch so klein ist, hat der Rapsglanzkäfer noch keine Bekämpfungsschwelle. Die wird ja dann an den Knospen gemessen, ab EC50. Das heißt, wenn er sich schon ein bisschen gestreckt hat, der Raps, und die Knospe richtig oben zeigt, also BBCH 50, ist das Wachstumsstadium. Ja, und wie ihr seht, auch selbst beim Gehen, ne? Es ist so trocken. Wir sind gestern hier nur rübergefahren und geschlitzt und hast gestaubt ohne Ende. Bis jetzt bereue ich die Variante hier überhaupt nicht geschlitzt zu haben. Klar hätte man das ein bisschen bei besseren Bedingungen machen können. Kälter, vielleicht feuchter. Kälter nicht, wir hatten 6 Grad gestern. Heute sind 10, gestern 6. Also es war kalt. Jetzt hatten wir hier 5 Tage frostfrei. Jetzt kommt auch wieder Frost. Ab heute Nacht für 5 Tage. Also, ja. Das ist das Problem. Den wollten wir heute noch Kieserit streuen auf dem Getreide. Und ist ein Sensor kaputt beim Düngerstreuer. Ursprünglich wollte ich euch einen Amazone-Streuer zeigen. War auch schon abgesprochen mit Amazone. Ich musste dann aber erst absagen, weil ich Dünger nicht rechtzeitig bekommen habe. Dann musste ich absagen, weil wir alle in Corona waren, in Quarantäne. Und dann habe ich jetzt abgesagt, sie wollten eine Woche vor Ostern kommen. Und da habe ich aber gesagt, nee, weil wir dann mitten im Strip-Till sind und Vorbereitungen können wir nicht. Wollten wir es mit unseren jetzt machen. Und da ist aber ein Sensor kaputt, ein Drehzahlsensor, der kommt morgen früh. Und dann geht das los. Also Dünger haben wir schon da, das werden wir heute schon kommen, heute schon holen. Wir haben schon auch den Dünger dafür. Für den Mais, Kieserit. Und wir haben auch schon eine Kalk nicht. Kalk kommt jetzt diese Woche kontinuierlich an. Und der kommt wohl am Wochenende zum Streuen. So. Wir haben jetzt noch eine Fläche, wo wir den Weizen noch fertig machen müssen. Mit Schlitzen. Und dann fangen wir an mit Strip-Till. Also wir haben eine Fläche noch mit Weizen. Dann haben wir noch Kieserit zum Streuen. Und dann haben wir noch ein bisschen nebenbei Pflanzenschutz, der laufen muss. Aber den können wir auch so, da können wir auch sonst Fadi aktivieren, abends oder morgens. Jetzt haben wir noch zusätzliche Probleme. Basti ist ausgefallen, dem geht nicht gut. Ich hatte dann eigentlich ab 1.4. einen Fahrer wieder, den wir auch letztes Jahr auch hatten. Also das ist unser Saisonarbeiter. Der meinte, das klappt gut, von April bis November. Der hat jetzt aber leider abgesagt, weil es ihm gesundheitlich nicht gut geht. Den ging es im Winter schon schlecht und dann hat er aber die Hoffnung gehabt, er hat sich bis dahin aufgebaut und es funktioniert. So, jetzt sind wir ein bisschen unterbesetzt mit halber Krankheit und hatten dazu noch alle Quarantäne. Ja, ich weiß, ich quatsch schon wieder so lange, aber ihr müsst gucken, in welcher Lage wir aktuell stecken. Das heißt, wir schaffen gefühlt gar nichts. Und uns fehlt Personal. Telelader kaputt, Radlager ausgelaufen, Streuer, Sensor warten wir auf morgen früh und Detlef macht die EDX fertig. Normale Wartungsarbeiten. Da machen wir relativ viel neu mit Luftschläuche, alles drum und dran. Da gehen wir nochmal gucken im Laufe des Videos. Und die Zeit rennt einfach wieder. Es ist kalt, aber die Zeit rennt. Freitag ist der erste. Und irgendwann fangen wir dann mit Strip-Till an. Aber für Strip-Till müssen wir halt 4 Leute sein, ne? Und das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe den Scheibenwischer angemacht. Und Musik auch. Ich habe das alles ja so schön geplant, dass Detlef in Ruhe schrauben kann, während er Nummer 4 uns aushilft, Nummer 5. Und das klappt ja nun jetzt alles gar nicht. Und dann müssen wir das halt wieder schultern. Naja, dann ist das halt so. Das kennen wir ja aus die ganzen letzten Jahre. Aber ansonsten, der Markt ist relativ angespannt. Also man merkt das wirklich sehr. Die Anspannung ist groß unter der Landtechnik, unter den Landhändlern mit Düngermittel. Das Ding ist, wir geben jetzt momentan massiv viel Geld aus, damit die Kulturen alle auf den Acker kommen. Also Pflanzenschutz ist teuer geworden, extrem teuer. Dünger ist extrem teuer geworden. Reifen, Landtechnik, es ist alles extrem teuer geworden. Diesel. So, wenn wir dann am Ende 400 Euro und 1000 Euro für Raps kriegen, 1000 Euro für Raps und 400 Euro für den Weizen im Sommer, ist ja alles gut. Aber wenn wir am Ende nur 250 kriegen, bei den ganzen Kosten, die wir momentan haben und schlecht wirtschaften, also beziehungsweise schlecht ernten, dann sieht das Ganze wohl sehr schlecht aus.
muss man echt sagen. Also momentan, wir haben noch gar nicht richtig angefangen, aber das Geld geht einfach nur so weg, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und wenn das so weitergeht, dann ist bis zur Ernte ist ja nichts mehr da, was man dann noch vielleicht als Reserve hatte. Also das ist ja, viel darf jetzt nicht mehr schief gehen, mein lieber Mann. Das ist der Wahnsinn. Also wie viel, also das ist ja unfassbar. Unfassbar. Aber es geht ja allen Landwirten so. Und ja, was sollten da alle machen? Keine Ahnung. Der Markt reguliert sich in erster Linie alleine. Also es wird viel an der Börse spekuliert, dabei werden die Preise viel verzerrt. Das ist so. Das ist so. Aber letztendlich muss man auch sagen, wir kriegen jetzt in der Landwirtschaft die Preise, die wir eigentlich schon immer mal haben wollten. Wir wollten die aber nur nie so teuer erzeugen. Von daher, nichtsdestotrotz, wenn die Preise wirklich so sind und wir ernten eine Durchschnittsernte, dann haben wir Geld verdient. Dürfen wir nicht vergessen. Dann haben wir auch wirklich gutes Geld verdient. Aber wir wissen das ja noch nicht. Das ist ja immer die hohe Kunst an der Landwirtschaft. Wir wissen nicht, ob wir am Ende Geld verdienen. Ja, und dann, einige haben auch in den Videos gefragt, wir machen ein bisschen länger, einige haben in den Videos auch gefragt, yo, Hannes, erzähl mal, wenn jetzt die Preise so hoch sind und die Landwirte brauchen jetzt, oder beziehungsweise und der Markt braucht jetzt Weizen und Raps und Sonnenblumen. Wie kann die Politik Anreize schaffen, damit die Landwirte jetzt kein Mais mehr für Biogas erzeugen? Da muss die Politik gar nicht. Leute, es gibt so viel Geld für Druschkulturen, da tut jeder Meter, den man da an Substrat häckseln muss, tut weh. Der tut richtig weh. Versteht ihr? Also, nur mal angenommen, wir häckseln Mais. Ein Hektar, ne, ist ja im Anbau so ziemlich gleich zwischen Körnermais und Häckselmais. Ne? Das heißt, wir häckseln einen Hektar Mais, kriegen im Pi mal Daumen 30 Euro grüne Ware. Da haben wir bei 50 Tonnen 1500 Euro auf dem Hektar. Aktuell ist der Preis bei Körnermais gerade bei 350. Das heißt, wenn wir da nur 7 Tonnen ernten, sind wir schon bei 2.500 Euro auf dem Hektar. 1.000 Euro mehr pro Hektar haben wir mal geringere Erntekosten. Das heißt, jetzt versucht man wirklich alles, alles, um jeden Zentimeter zu dreschen. So, mein Umkehrschluss war es ja nun so, ich nehme jetzt meine Anlage, 120 Hektar, ich beliefere mich selber dazu sozusagen, das mache ich, 120 Hektar Mais als Sicherheit, der ganze Rest ist Körnermais und der ganze Rest ist dann Sonnenblume. 100 Hektar Sonnenblumen, 70 Hektar Körnermais. Das ist der Anbau für dieses Jahr. So viel zum Thema, Leute, muss die Politik nicht Anreize schaffen. Das macht der Markt ganz alleine. Der Markt reguliert sich alleine in der Hinsicht. Wenn die Preise passen, macht der Landwirt das Richtige. Wir sind aber bloß zu langatmig, wir sind zu träge. Das heißt, jetzt ist der Weizenpreis hoch. Wir können aber nichts mehr machen, wir können nicht mehr Weizen anbauen. Jetzt sagt ihr, ja, bau mal Sommerweizen an. Hier gibt aber kein Saatgut. Das ist ja witzig. Ich wollte es für 2 Hektar, weil wir so eine nasse Kante am Wald hatten, wollte ich für 2 Hektar Saatgut bestellen. Da gibt es nichts mehr. Nichts. Nichts. Nicht mal für 5 cm kann ich was drillen. Hafer genauso. Nee, Hafer soll wohl noch ein bisschen was geben. Sommergerste sieht wohl auch schlecht aus. Körnermais, schlechter Markt. Sonnenblumen wohl noch schlechter. Alle Landwirte wollen jetzt auch Sonnenblumen anbauen. Also ihr seht, die Märkte regulieren sich alleine. Und Teller und Tank reguliert sich ganz schnell von ganz alleine. Denn 3.500 Euro pro Hektar kann auch keine Biogas für Silage bezahlen. Da verdienen die kein Geld mehr. Ja? Das sind ja 70 Euro die Tonne. Das kann eine Biogasanlage nicht für grüne Masse. Das geht nicht. Und von daher suchen sich jetzt die Biogasanlagen, klar, die keine Verträge haben, also die Biogasanlagen, die jetzt Verträge haben, denen geht's gut, aber die keine Verträge haben, die suchen jetzt Alternativen. Die suchen jetzt Mist wie die wahnsinnigen Gülle. Die machen jetzt alles, Gras vielleicht zu kaufen aus Extensivierungsprogramm. Die machen jetzt alles, um irgendwie an Substrat zu kommen. Und so ist das einfach mit Teller und Tank. Jetzt erfahrt ihr das am eigenen Marktgeschehen, wie sowas funktioniert und wie ein Landwirt dann denkt. So, wie sieht es für die nächste Bestellung aus? Muss man gucken. Der Prof sagt eigentlich immer, man soll antizyklisch denken. Der Weizenpreis ist hoch, alle werden Weizen anbauen, aber alle werden auch Raps anbauen und die werden auch ein bisschen von Gerste weggehen. Aber da müssen wir einfach mal sehen. Wir müssen einfach mal sehen, Leute. Lasst das ja erstmal auf uns ziehen. So, bis gleich. So. Ein Tag später und der Düngerstreuer läuft. Jetzt ist Mittwoch nach dem Mittag, 12.30 Uhr, 13.30 Uhr schon, die Uhr ist noch nicht gestellt.
Oh Leute, was haben wir gesucht? Wir haben heute Morgen einen anderen Sensor eingebaut. Mensch, ging nicht. Da haben wir einen halben Vormittag. Ne, wir haben einen ganzen Vormittag gesucht. Und der Fehler war nachher einfach ein Stecker am Kabelbaum, der nicht richtig Kontakt hatte. Alle Steckplätze mal auseinandergesteckt, Kontaktspray ran, schön sauber gemacht, wieder zusammengesteckt, alles geht wieder. Sensor war gar nicht kaputt. Ja, gut, der Gedanke lag aber nahe, dass ein Sensor kaputt ist. Die gehen ja immer relativ zügig kaputt. War das erste Vorkommnis von diesem Düngersteuer. Ich habe vorhin geguckt. Also der hat jetzt 11.000 Hektar runter. 11.000 und hat zum ersten Mal was gehabt. Ich glaube, das geht. Das geht. Ich habe einen Freund, der fährt genau denselben. Und der hat ganz viel Heckmeck damit gehabt, obwohl der ganzjährig in der Halle steht. Stellt euch das mal vor. Aber ansonsten haben wir übrigens auch festgestellt, dass das Getreide ein bisschen streifig ist. So, ne? Mir ist das letztes Jahr schon aufgefallen. Ich habe aber so die nebeneinander gehalten und habe gedacht, nee, das ist nur ein optischer Fehler. Als wir letztens auf dem Acker geschlitzt haben, habe ich dann auch festgestellt, nee, Hannes, da hat doch Streifen hier in der Mitte, da ist doch nichts, da ist doch viel zu wenig. Naja, da ein bisschen umher telefoniert mit Wehenhus, war ein bisschen schwierig. Aber ich hatte schon die Vermutung, der Verteilerkopf dreht zu langsam. Da war letztes Jahr einer von Venus bei. Wir hatten noch diesen dollen Verschleiß von dem Verteilerkopf an der Scheibenecke. Und die haben uns den Verteilerkopf langsamer gedreht und meinten, der dreht zu schnell, da ist zu viel Druck drauf. Aber anscheinend, entweder jetzt oder nochmal im Winter oder so, keine Ahnung. Anscheinend hat er viel zu langsam gedreht. So langsam, dass aus den kürzesten Schläuchen am wenigsten rauskam. Da habe ich mit Detlef mich dabei gemacht. Erstmal gesucht, wo die Schraube ist, wo man das Ding schneller drehen kann, weil es ist ja Lotsensing, also es läuft ja permanent mit eigenem Öl. Und haben es dann auch gefunden, haben den Verteilerkopf schneller gedreht und jetzt funktioniert es hervorragend. Das ist jetzt noch das i-Tüpfelchen auf der von der Schlitze gewesen. Jetzt funktioniert die echt gut. Also das hier waren wir schon. Ein bisschen länger. Man sieht jetzt auch, der ist schon deutlich dunkler. Die Nährstoffe sind schon drin oder die werden schon aufgenommen. Da, hier habe ich euch ja letztens gezeigt, wie das Ganze aussieht. Hier waren wir mit der Spritze drauf. Genau, mit Flüssigdünger und da habe ich euch das gezeigt. Also so sieht das jetzt aus. So. Jetzt habe ich indessen von gestern zu heute die Nachricht gekriegt, ja, Basti fällt jetzt für lange aus. Wahrscheinlich, sehr, 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 sehr wahrscheinlich fällt er für länger aus. Na, das läuft ja, wa? Das läuft ja. Junge, wo bist du doch hin? Ich habe doch deine Linie versetzt. Das haut doch nicht hin. Das haut doch nicht hin. Warum hat der denn die Grenze so weit drüben? Ich habe die Grenze letztens aufgezeichnet, da. Aber komischerweise funktioniert, haut das ja gar nicht hin. Und ich war da letztens, ich habe das mit der Spritze aufgezeichnet, Leute. 1:1. Hundertprozentig. Aber das ist ja komisch. Das ist ja komisch. Ich glaube, ich möchte fast sagen, das war ein Anwenderfehler. Weil die anderen Seiten passen nur hier oben nicht. Ich habe bestimmt hier oben zu spät Play oder Start gedrückt. Man sieht, wir nähern uns jetzt nämlich wieder der Grenze. Hannes hat Scheiße gemacht. Das ist immer nur ein Anwenderfehler, Leute. Ist nie, meistens nie die Technik, die bei sowas streikt, sondern immer der Anwender. Das war mein Fehler. So, jetzt sind wir wieder zu dritt hier. Mein Ersatz für den Ersatz ist auch ausgefallen. Also jetzt sind wir zu dritt. Naja, müssen wir gucken. Wir fahren jetzt hier heute den Dünger fertig. Wir streuen 100 Kilo Kieserit. Was ist das? Das ist Schwefel und Magnesium. Ich habe jetzt letztes Jahr in den Bodenproben festgestellt, ich habe es jetzt mit dem Farmlab noch deutlicher festgestellt, ich habe zu wenig Magnesium in den Böden. Ich kriege das jetzt aber so spontan nicht schnell nachgekalkt, ist ja logisch. Ne? Kalken hast du ja meistens nicht, die Arbeitsbreite schon gar nicht mit magnesiumhaltigem Kalk, da hast du ja meistens nur so 12 Meter Arbeitsbreite. Ich arbeite generell immer mit Kieserit, aber jetzt nochmal zusätzlich im Getreide auch nochmal. Ja, 100 Kilo gibt es jetzt, 100 Kilo Kieserit. Und dann habe ich ja mal ein bisschen Pflanzenschutz, jetzt Bittersalz mit reingenommen, einfach da, um Magnesium und Schwefel noch mal ein bisschen besser zu versorgen. Das ist erstmal der Plan. Ansonsten jetzt die ganzen Flächen, wo jetzt Mais und Sonnenblumen hinterkommen, werden jetzt alle gekalkt. Der hat mir jetzt gesagt, er kommt Ende dieser Woche. Also ich hoffe, das funktioniert so weit, wie wir uns das erhoffen. Aber das haut doch auch nicht hin. Überhaupt nicht, ich verstehe das nicht. Ach ja, genau. Weil Basti, die haben die erste Fahrgasse so weit ausgefahren. Mensch, Hannes, du streust dir aber auch hier einen Müll zurecht. Jetzt haut er wieder hin. War gleich so komisch. Na, die Fahrgasse hat mich irritiert, aber das ist die erste richtige Fahrgasse im Feld. Ja, ist ein bisschen dicht.
Wir haben Optimierungsbedarf an dieser Fahrgasse. Aber du siehst ja nun mal durch die Zubringer auch ein bisschen ausgefahren. Dieses Stück hat 2 Kilometer Länge. Seht ihr das ganz da hinten? Da, da steht Svenny mit dem Überladewagen. Wir machen dann schnell mit dem Überladewagen fertig, damit wir an einem Nachmittag durch sind. Wir haben nämlich morgen, wir haben noch 35 Hektar Gärreste im Weizen, die wir fahren müssen. Und dann wollen wir das Triptil anbauen. Wir wollen Freitag das Triptil anbauen. Wir wollen Freitag, Samstag einen Erstversuch machen. Den brauchen wir immer. Man braucht immer in der alten Woche so einen Versuch. Gucken, ob das funktioniert. Dann hat man nochmal einen Tag am Sonntag. Da kann man drüber nachdenken, falls was nicht geht, woran es liegt. Und dann kann man Montag in die neue starten und so richtig loslegen. Weil anfangs geht immer irgendwas nicht. So, das ist erstmal unser Plan. Und dann brauchen wir ungefähr 2 Wochen. Und dann müssen wir fertig sein. Das sind ungefähr 100 Hektar, 320 Hektar. Ich muss jetzt irgendwie gucken, wie kriegen wir einen dritten Fahrer für den Zubringer organisiert. Und dann habe ich noch 1 oder 2 Zubringer an sich mit Maschine und Mann auf Abruf, die ich mir besorgen könnte für die weiteren Flächen, damit das Triptil immer gut losgeht und dass wir nicht so lange warten müssen. Hier übrigens Sorte Elixir, das ist Seeweizen. So. Das hat eine komplett andere Wuchseigenschaft, so ein bisschen als... als zum Beispiel ein Komplize, kleinrahmiger, liegt ein bisschen mehr am Boden, die Pflanze. Kommt so ein bisschen mehr von unten raus, so sieht das fast aus. Aber es ist ein schöner Weizen eigentlich, schöner Weizen. Letztens hat einer in den Kommentaren gefragt, wie viel unterschiedlichen N-Abschlag machst du bei C-Weizen. Ich mache es in der Regel so, ich baue eigentlich den B-Weizen als C-Weizen an. Aber die Sorten sind meistens aber weiter gezüchtet und sind genauso ertragsstabil. Oder der Vorteil eines C-Weizens, also es ist ja ein C-Weizen, was heißt das? Es ist hauptsächlich eine Sorte, die ist für Futter oder für Keksweizen gezüchtet. So, und wo ist der Clou dahinter? Na klar, wenn die Sorte sich nicht auf bestimmte Qualitäten in der Backeigenschaft konzentrieren muss, dann kann sie sich nur konzentrieren auf Resistenzen, auf Gesundheit, auf Kleinwüchsigkeit eventuell und auf Ertragsstärke. Und von der Ertragsstärke sind ein C-Weizen und ein A-Weizen oder ein E-Weizen zum Beispiel in einer völlig anderen Liga. Das heißt, in guten Jahren fahren wir auf unseren Böden hier so 7-8 Tonnen im A-Weizen oder im E-Weizen. Also wirklich gute Jahre. Da liegt der C-Weizen aber bei 10 bis 12 Tonnen. Das ist ein wahnsinnig Riesenunterschied. Ne? Also die sind wirklich auch nach dem Dings generell, nach dem Mais können die viel, viel mehr als ein Qualitätsweizen. Genau. Und deswegen, weil ich ja hauptsächlich nur Futter verwende, deswegen baue ich halt C-Weizen an Futterweizen. Also es gibt 3 verschiedene Stufen. E-Weizen, Elite. A ist Qualitätsweizen. B ist Brotweizen. C ist Futterweizen oder Keksweizen. Und in der ersten Linie sind diese Sorten so eingestuft, weil sie für die spätere Verwendung so genutzt werden. So, der B-Weizen kann natürlich auch Futterweizen sein. Ne? Aber die B-Weizen sind mit neben A- und E-Weizen die meistgezüchteten Sorten. Und deswegen kann man sich da auch so ein bisschen dran vergreifen. Jetzt ist es dieses Jahr aber schon so, dass ich auch B-Weizen produzieren möchte. Und ein bisschen was eventuell am Markt verkaufen, weil ich habe fast 200 Hektar Weizen. Je nachdem, wie viel wir ernten. Wenn wir natürlich nur 4 Tonnen auf dem Hektar ernten, dann braucht das schon alles Futter XL. Aber wenn wir jetzt so 6 Tonnen ernten, dann sind wir schon bei 1200 Tonnen. So viel braucht Futter XL nicht ganz. Zumindest, ich krieg's auch alles nicht so ganz gelagert. Noch nicht. Und dann werde ich auch ein bisschen was am Markt verkaufen. Das heißt, man gibt dann auch so ein bisschen was im Fahnenblatt, also eine zusätzliche Gabe. Und die sorgt dann für mehr Protein bei den in dem Weizenkorn und dadurch hat man dann verbesserte Backeigenschaften und generell verbesserte Eigenschaften. So. Und das ist einer dieser Punkte, der über die Qualitäten im Weizen entscheidet. Ja. In der Regel ist es so, dass der Ertragsunterschied so ein bisschen den Stickstoff ausgleicht. Dass man halt, man kann beide gleich düngen, aber die Strategie ist ein bisschen anders, aber man kann für den C-Weizen so ein bisschen Abschlag machen. So ist das. Die Differenz ist ungefähr 10 Kilogramm Stickstoff. Ich habe das jetzt erstmal mit B-Weizen und A-Weizen eingetragen, mit B-Weizen und C-Weizen eingetragen in der Düngebedarfsermittlung und danach arbeite ich ja das ab und kann euch noch sagen, die Böden da, wo der C-Weizen steht, sind ein bisschen ertragsstärker. So, und deswegen gleicht sich das auch so ein bisschen aus, sodass die anderen so ziemlich gleich kommen. Gut, jetzt haben wir hier eine Runde komplett gequatscht. Drohne habe ich heute nicht mit, Leute. Drohne kann ich euch nicht geben. Heute mal nicht. Wird eine kurze Folge, die muss ich auch wahrscheinlich selber schneiden, weil heute ist schon Mittwoch. Morgen kommt die raus, damit das auch alles klappt. Also die muss ich, wie gesagt, die muss ich selber schneiden. Und dann sehen wir uns später wieder.
So, einen wunderschönen guten Morgen. Und wir sehen, wir müssen mal langsam wieder Scheiben waschen. Ne, wir machen ein bisschen runter zum Film. So, ich wurde gestern gefragt im Stream, kannst du mal zeigen, wie das funktioniert mit Section Control? Ja, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wenn man den Fendt anmacht, dann sieht das Ganze so aus. Also wir sitzen hier im Fendt 39. Dann sieht das Ganze so aus, wir fahren den Steuer mit Isobus. Wenn ich jetzt hier auf Isobus tippe, dann habe ich jetzt die Anzeige von dem Steuer. Kann mir das Ganze groß machen, so sieht das Ganze aus. So, jetzt sind wir wieder angekommen. GoPro ist wieder ausgegangen. Die hat irgendwie Probleme mit den Akkus, Leute. 10er GoPro, schwierig. So, hier oben habe ich meinen Dünger eingegeben. Ne? Also ich habe hier die Möglichkeit, die Düngereinstellung zu speichern. So, und kann auch verschiedene Dünger aufrufen. Irgendwo muss man gucken, irgendwo steht Streutabelle da. Und da habe ich verschiedene Dünger drin. Die haben wir schon einmal alle eingegeben mit den ganzen Werten. Und dann kann man damit direkt losfahren. Abstand ein, Abstand aus, alles ist da so ein bisschen hinterlegt. Und das ist meine Arbeitsbreite, Kilo, der Fließfaktor, den können wir bei einer App nachgucken. Also wir geben da unseren Dünger ein und dann können wir so gucken, welche Einstellungen müssen wir hier reingeben. Und das klassische Abdrehen entfällt. So, das Ding ist, dies ist ein EMC-Streuer. Das heißt, der misst den Widerstand an den Wurfscheiben und weiß dann, ob auch gleichmäßig viel Dünger rauskommt. Kann sich korrigieren, kann mehr, kann weniger rauskommen. Und deswegen habe ich mich damals für den Rauch entschieden, wegen diesem EMC-Modell. Ich weiß aber, die Patente sind inzwischen ausgelaufen. Andere Hersteller können es auch verbauen. Und deswegen ist dieser Mehrwert, den man damals mit dem Rauch hatte, den haben jetzt alle anderen auch. Das heißt, der misst halt den Widerstand und er kann auch sagen zum Beispiel, hey, rechte Seite kommt zu wenig raus, dann kann er ja nachträglich den Schieber weiter aufmachen. Oder er gibt mir ein Zeichen und sagt, hey, rechts kommt zu wenig, der Fließfaktor stimmt nicht, guck mal nach. Kann ja ein Stein sein, ein Stock, ist ja alles möglich. Ne? Klar, wir haben da ja so ein Sieb drin, aber trotzdem kann ja ein Moment kommen, wo einfach unten nichts mehr richtig rausfließt. Genau. So, wenn wir jetzt am Feld angekommen sind, dann drücken wir jetzt hier einfach mal auf Drehscheiben, sollen wir starten, ja. Und dann geht's los, dann geben wir ein bisschen Gas. Und jetzt macht er erstmal eine Leerlaufmessung. So, jetzt sagt er, alles klar, jetzt müssen wir erstmal messen, wie ist der Zustand von den Wurfscheiben, wenn sie leer sind. Das kalibriert er jetzt jedes Mal durch, also jedes Mal, wenn man die Scheiben anmacht, kalibriert er das einmal durch. So, jetzt sagt er, er ist bereit. Jetzt sagen wir ihm, okay, wir wollen hier rechte Seite machen jetzt Grenzstreuen. Ne? Da ist die Grenze, wir wollen jetzt Grenzstreuen machen. Seht ihr, da geht er automatisch runter mit der Drehzahl. Und weil er runter geht mit der Drehzahl, verschiebt er ein bisschen auch noch den Aufgabepunkt, hier Aufgabepunkt auf 2. Und dadurch kann er sicherstellen, dass er nur ein bisschen zur Kante hinwirft, nicht drüber wirft. Dann haben wir entweder, Moment, wir gehen mal auf GPS, entweder haben wir hier die Möglichkeit, Section Control einfach ein- oder auszustellen. Und wir können jetzt sagen, jo, pass auf. Achso, geht gar nicht, weil ich nicht, glaube ich, in der Fläche richtig bin. Wir können auch sagen, ja, wir machen erst in der Fläche fertig, aber außerhalb der Fläche streu bitte noch nicht. Das können wir ihm auch sagen. Das heißt, wir können auch sagen, wenn wir jetzt angenommen, wir haben jetzt eine Maislege. Und wir sagen, ach komm, wir fangen in der Fläche an. Dann können wir ihm aber sagen, okay, wir fangen in der Fläche an. Aber achte bitte drauf, dass wir genau 27, 30, 36 Meter Vorgewende lassen. Das heißt, die Maislege schaltet sich automatisch ab und weiß, okay, das gehört nachher zum Vorgewende. Wenn wir außen rumfahren, drillen wir das dann mit. Dafür ist diese Funktion. Ansonsten stellen wir es jetzt auf automatisch. So. Und dann drücken wir nur noch Start. Jetzt kommt noch nichts raus. Wir können jetzt einfach losfahren. Achso, wir müssen hier noch. Aber ihr seht, er weiß automatisch. Moment, wir blättern da nochmal durch. Er weiß automatisch, da unten, wenn man es sieht, da unten, er weiß automatisch, da ist die Grenze, da darf er nicht rüberwerfen und grenzt das jetzt automatisch ein. Wir müssen aber noch ein bisschen weiter gehen. Wir müssen das Grenzstreuen aktivieren, damit wir auch wirklich sicherstellen, dass wir nicht über das Vorgewende hinauswerfen. Und jetzt brauchen wir einfach nur noch vorrollen. Und der Streuer macht jetzt alles alleine. Moment, ich kriege einen Anruf. So. Also jetzt fahren wir hier. Und ich muss hier die Feldgrenze nochmal neu aufzeichnen, auf jeden Fall. Ich habe jetzt ein, zwei schon dieses Jahr neu aufgezeichnet, wo die nicht exakt gestimmt haben.
Und wir können jetzt eigentlich jede Geschwindigkeit fahren, die wir wollen. Wenn es irgendwann den Streuer zu schnell ist, sagt er Bescheid. Wir fahren gerade hier 16 km/h, aber wir können auch hier 20 fahren, wenn wir wollten. Und wenn wir mit dem Trecker aushalten und das nicht zu stuckig ist und wir nicht dieses übliche Schwanken beim Streuen haben, dann können wir so schnell fahren, wie wir wollen. Und wir sehen, wir streuen jetzt auch genau die Abmaße. Ich habe jetzt 27 Meter eingegeben vor Gewinde. Machen wir Autopilot rein. Und wir können nämlich auch hier ihm das Vorgewende eingeben. Da oben geben wir ihm das Vorgewende ein bei Auto-Teach-In. Ne? Der Trecker kann ja natürlich noch mehr Funktionen. Der kann ja zum Beispiel auch automatisch das Gerät bei der Feldgrenze anheben oder automatisch umdrehen. Das geht alles. Und da oben habe ich ihm jetzt 27 Meter eingestellt. Und dadurch kommen die 27 Meter. Da stehen 13,5 Meter drin, weil wir die Feldgrenze oder die erste Spur. Bei Fendt ist das ein bisschen unlogisch, muss man echt sagen. Bei Fendt ist es so, wenn man jetzt das Vorgewende lädt oder beziehungsweise die Spuren fürs Vorgewende lädt, dann packt Fendt die als erstes die Spur genau auf die Feldgrenze rauf. Und die muss man dann automatisch über die halbe Arbeitsbreite verschieben. Genau da, wo sozusagen die Fahrgasse liegt oder da, wo die erste Spur liegen würde. Bei John Deere ist es so, John Deere weiß, alles klar, mein Arbeitsgerät dahinter hat 27 Meter, ich muss automatisch 13,50 Meter die erste Spur versetzen. Das passiert bei John Deere automatisch, das ist so ein bisschen bei Fendt, muss man das selber noch ein bisschen machen. Aber ansonsten gefällt mir ganz gut, dass ich das Section Control hier ganz einfach ein- und ausschalten muss. Bei John Deere muss ich immer über 3 Menüpunkte springen, genau. Ich gehe jetzt über das Hauptmenü, dann gehe ich, glaube ich, das dritte Menü unten links, bei Anwendung, glaube ich, ist das. Und dann gehe ich, glaube ich, auf Section Control. Oder bei Section Control heißt es nicht bei John Deere, da heißt es, glaube ich, ich weiß es nicht, wie es da heißt. Und da gehe ich und da kann ich es ein- und ausschalten. Finde ich gut. Also im Gesamten muss ich sagen, das Fendt GPS ist richtig gut geworden. Es hat so ein paar Punkte, wo man sagt, ah, das ist unlogisch, das könnt ihr besser lösen. Aber man muss sagen, es ist echt gut geworden. Fährt sich gut. Man hätte manchmal nur gerne einen zweiten Bildschirm, dass man nicht immer so viel hin und her springen muss. So. Jetzt fahren wir hier natürlich nochmal rum. Es würde jetzt auch nichts bringen, jetzt irgendwie in die Ecke zu streuen. Man darf ja nicht vergessen, wir streuen ja einen Bogen mit dem Streuer. Wenn man sich vor Augen führt, ne? Wir streuen am Bogen, also wir kommen nicht in die Ecke rein. Das ist halt der Riesenvorteil von Flüssigdünger von einer Spritze. Man fährt da bis zu jeder Ecke das vernünftig aus. Hier übrigens Informer heißt die Sorte. Waren wir relativ früh drauf mit Gerresten. Direkt einen Tag nach der Gerste, haben dann aber das hier noch fertig gemacht und haben es dann sein lassen, weil es ziemlich feucht war. Also wir haben da unten mussten wir immer so ein bisschen die Lehmkuppe hoch, da haben wir ein paar Spuren reingefahren. Ist nicht ganz schön, aber man muss sagen, diese Woche Vorsprung in den feuchten Boden, die hat da schon Punkte gebracht, muss man echt sagen. Also das war ein deutlicher Unterschied oder ist ein deutlicher Unterschied von der Nährstoffaufnahme. Sieht echt super gut aus. So, und dann muss man auch sagen, da wo die Bestände geschützt sind, sehen wir es gleich da am anderen Ende, es ist auf allen Feldern so. Wir haben ja jetzt immer noch Frost, wir hatten heute noch Frost, da seht ihr, wir haben 1 Grad. Wir haben 1 Grad, heute ist der 30., morgen ist der 1. Morgen ist der 1. April und es ist immer noch so kalt, die Bestände nahezu stehen. Die Färbung ändert sich vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich mehr. So. Und überall da, wo Hecken sind, wo eine Senke ist, sind die Bestände viel besser in Gang. Ja, weil ein bisschen mehr geschützt, kriegt es den Frost nicht so ab, kriegt es den kalten Wind nicht so ab. Und da funktioniert das auch ein bisschen besser. Und da sehen die Bestände auch hervorragend aus, muss man sagen. Gefällt mir gut. Jo, ich zeige euch das gleich, wenn ich rum bin. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum diese ganzen Streifen kommen, wir haben eine verstopfte Reihe in der Tigerdrill gehabt. Und ja, ich ärgere mich immer noch darüber. Das ganze Jahr schon, seitdem ich das sehe. Weil wir haben es auf allen Weizenfeldern. Und es ist zum ersten Mal überhaupt, dass eine Reihe in der Tigerdrill verstopft war. Aber nun ja, so ist das. Ich weiß aber gar nicht, ob es eine Kontrolle für die Reihen gegeben hätte. Ob ich sagen könnte, yo, ich mache das Ganze aber mit Kontrolle. Gut. Aber seht ihr das? So, jetzt kommen wir hier so ein bisschen den Hang hinunter. Und jetzt sieht man schon die Unterschiede. Der wird deutlich dichter, der Weizen.
Und das sieht man auch schon auf den GPS-Karten auch. Und das ist das, was ich meine. Hier hatten wir so eine kleine Spur beim Bergauffahren. Und hier stehen deutlich, sieht das schon ein bisschen üppiger aus, ein bisschen dichter. Genau. So. Jetzt sehen wir haben ja Section Control an. Das heißt, er reduziert da jetzt schon die Weiten, die er streut. Dann ist ein bisschen sonnig. Und rechts bleibt er jetzt konstant, weil ich ihm das so eingestellt habe. Ne? So. Jetzt ändere ich das und sage hier, du fährst jetzt beide Seiten wieder auf Automatik. Jetzt haben wir beide Seiten hier das A. Das drehen wir hier bloß einmal um. So, wie ihr seht, hier vorne die Spur, meine ich, die haben wir ein bisschen ausgefahren. Das, diese Vorgewendespur, weil wir hier immer durchfahren mussten, die Gäres zu holen. Aber gefällt mir eigentlich ganz gut. Man muss auch sagen, mir gefällt das auch echt gut, ohne die Zwillinge zu fahren, weil man hat die Vorteile, man fährt das Vorgewende nicht so doll aus. So, jetzt gehe ich hierher, drücke auf den Kreis und sage, wir fahren, oh, wir haben die noch nicht mal beschriftet, Hannes. Genau, wir fahren jetzt hier Fahrgassenspur. Kann ich auch gleich noch mal beschriften, die Spur. Dann haben wir das alle für die Ewigkeit. Ich weiß gar nicht genau, da. Und da gehen wir rauf und sagen, die heißt Fahrgasse. Wir haben nämlich alle Spuren bei uns benannt. Und das ist Aussaat. Yep, so. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Autopilot rein und die Fläche abfahren. So, ihr seht, wir treffen hier vorne genau die Fahrgasse jetzt wieder. Wir treffen immer wieder, wir fahren ja immer wieder dieselben Fahrgassen. So, und sobald wir jetzt hier über die Grenze kommen, da fängt der Steuer an. Ah, Leute, wir müssen auch auf Start drücken. Oh, ich habe das. Wir müssen auch auf Start drücken. Wir müssen den Steuer ja aktivieren, damit er frei schalten und walten darf. Man merkt, Hannes hat ein Jahr den Steuer nicht mehr gefahren. So, Start. Und ihr seht, wenn wir jetzt losfahren, da streut er erst ein bisschen und dann streut er den Keil richtig aus. Wird dann immer breiter. Und ihr seht, er verändert die Aufgabepump und die Geschwindigkeit. So, jetzt habt ihr das mal gesehen und ihr seht auch links ist ja so ein kleiner Streifen, den macht er da auch zu, indem er so ein ganz bisschen den aufmacht, ne? Da unten, das was wir noch streuen müssen. Und jetzt haben wir halt die erste Fahrgasse und ab jetzt sind die Spuren ja gerade. So sieht das aus. So, dann werdet ihr euch sicherlich fragen, ja Hannes, jetzt streust du doch Dünger, aber du weißt doch gar nicht, ob das regnet. Nee, das weiß ich nicht. Der Punkt ist aber, wenn der Regen kommt, vielleicht nächste Woche, dann sind wir aber schon bei komplett anderen Maßnahmen. Wir können ja nicht sagen, komm jetzt, wir bauen jetzt alle um und wir, das gibt jetzt in 3 Stunden Regen, wir müssen jetzt Dünger streuen. Das funktioniert ja nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja, man kann darauf hinarbeiten, wenn man jetzt zum Beispiel die zweite Gabe im Getreide fährt, kann man jetzt zum Beispiel sagen, okay, Freitag soll es regnen, lass uns das mal heute streuen, dass wir den Regen mitnehmen. Aber das funktioniert ja nicht immer und nicht immer im Frühjahr, wenn man sowieso so viel zu tun hat. Es ist so, dass die meisten Dünger, wir haben ja gerade einen Kieserit drin, löst sich durch den Tau. Es ist bloß entscheidend, wie viel Feuchtigkeit haben wir noch im Boden, damit dieser, der Massenfluss ausreicht, durch die Kapillare zu den Wurzeln zu gelangen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Kass hat, da, auch da reicht Tau aus, dass wir das Ganze in Lösung kriegen und dass es von der Pflanze aufgenommen wird. Auch ein Flüssigdünger funktioniert. Es ist jetzt aber entscheidend, ob wir biologische Prozesse brauchen bei dem Dünger. Wenn wir zum Beispiel einen Harnstoff streuen, die Pflanze kann auch Harnstoff aufnehmen, minimal, wirklich minimal. Bei den meisten brauchen wir die Umsetzung zu Ammonium oder zu Nitrat, erst zu Ammonium, dann zu Nitrat. Ammonium kann schon aufgenommen werden, später Nitrat kann auch aufgenommen werden. Aber für die Umsetzung brauchen wir Wasser und Wärme. Deswegen, wenn wir einen Harnstoff zum Beispiel streuen, brauchen wir diesen Regen, damit das umgesetzt wird, ne, auch im Boden. Wenn wir zum Beispiel einen Kalkammonsalpeter streuen,
dann reicht die Lösung aus vom Tau, um das Ganze in die Pflanze zu bringen. Das ist ausreichend, das könnt ihr mir glauben. Der Boden darf nur nicht wie Asche sein, ne? Aber wenn er so noch eine normale Feuchtigkeit hat und morgens noch so ein bisschen klamm ist, ne, wir haben ja immer noch sehr, sehr tauhaltige Nächte, dann ist das schon eine Sache, die funktioniert. So, hier haben wir diesmal mal ausnahmsweise mit der Fahrgasse gedrillt. Hier hat ja Detlef gedrillt. Und sowas kommt, wenn Hannes die Spuren nicht richtig beschriftet. Aber ist ja egal, es funktioniert ja trotzdem gut. Ihr fragt euch immer, warum arbeite ich eigentlich schräg zur Fahrgasse? Nun ja, angefangen haben hier in der Region die Rübenanbauer damit. Die haben das gemacht, weil die Fahrgasse schräg zur Hauptarbeitsrichtung, damit die Rübenroder immer eine Rübenreihe im Reihentaster haben. Ne? Sonst haben sie auch, wenn man eine Fahrgasse hat, haben sie auch manchmal keine Rübenreihe im Reihentaster, weil sie da genau da die Fahrgasse haben. Und dann fingen die an und sagen, oh, wir machen das schräg dazu. Wenn wir dann auch drüber fahren, dann haben wir auch weniger Fahrverluste. Wir fahren keine komplette Reihe weg, sondern wir fahren immer nur vereinzelt Pflanzen weg, genau in der Breite vom Reifen. Dann habe ich mir mal gedacht, oh, jetzt wo du doch jetzt Autopilot auf dem Häcksler hast, dann kannst du doch auch schräg dazu arbeiten, weil die EDX macht Dämme und dann hast du nicht das Problem, dass mal der Reihentaster oder der Höhentaster mal auf dem Damm läuft, mal unter dem Damm und du hast nicht diesen unterschiedlichen Schnitt. Mal will das Maisgebiss Erde wegnehmen, diesen Damm, weil der Höhentaster unten drinnen läuft, mal oben drauf, dann sind die Stoppeln zu lang. In einem Jahr, in dem ersten Jahr, haben wir uns das ausprobiert und haben gesagt, okay, wir haben es zwar gerade gelegt, ne, zu den Fahrgästen, aber lass uns mal schräg fahren, lass uns mal gucken, wie das Ergebnis aussah. Das sah gut aus. Dann haben wir uns gesagt, jo, dann machen wir nächstes Jahr jetzt nur noch. Wir legen schräg zu den Reihen und fahren die Fahrgäste aber gerade. Ne, wir haben weniger Fahrverluste, wir haben weniger schräge Reihen. Und das hat gut funktioniert. Dann sind wir zu der Tiger-Drill gegangen und es ist meistens so, dass man immer die Bodenbearbeitung schräg zur Fahrgassenrichtung macht, weil man immer Erde bewegt. Man trägt immer Erde etwas mit dem Grubber. Und dadurch hat man einen Einebnungseffekt bei der Stoppelbearbeitung, bei der Aussaat. Da dann bei uns Grubbern mit Aussaat in einen Arbeitsgang gekommen ist, haben wir uns gesagt, ja okay, jetzt müssen wir ja eigentlich auch schräg zur Hauptarbeitsrichtung fahren oder zur Fahrgassenrichtung, damit wir den Boden immer wieder vernünftig einebnen. Deswegen ist das beim Getreide schräg gekommen. So, und weil wir 4 Meter haben und 27 Meter passen die Fahrgassen sowieso nicht zusammen, haben wir die schon, wir fahren ja schon ewig, ewige Fahrgasse in diesem System. Ihr sagt ja euch, ja, aber das ist doch viel Saatgut, was man da wegfährt. In der Tat, das sind 2 bis 3 Euro pro Hektar, die das Ganze mehr kostet vom Saatgut. Es ist aber auch so, wir haben ja eine ganzzeitig bewachsene Fläche, auch über den Winter. Das heißt, man sieht auch ganz oft Erosion in den Fahrgassen. Das heißt, der Boden wird weggeschwemmt, abgetragen, weil er da keine Durchwurzelung hat. Das haben wir nicht. Weil wir über Winter da eine Pflanze haben, die passt auf, da der Boden da ist, die wurzelt den ja fest. Und im Frühjahr ist der Boden nachher fest und rutscht nicht mehr weg. Und das ist ein super System, kann ich euch sagen. Das ist ein super System. Man sieht das hier immer mehr. Also hier mein Nachbarbetrieb, da die Felder da drüben und auch die Felder und die da hinten, der macht das ganze System nur noch so. Auch alles schräg, Aussaat. Ist schräg von der Fahrgasse. So, jetzt werdet ihr alle sagen, ja, aber Hannes, es ist doch aber so, dann habt ihr doch immer Keile. Also das heißt, wenn wir schräg die Aussaat fahren, dann ist doch immer ein Keil übrig, ein Dreieck übrig. Nee, ist nicht so, weil die wenigsten Stücken sind hier viereckig. Man verschiebt meistens immer nur die schräge Seite. Also, deswegen machen wir das Ganze, kommt immer wieder in den Kommentaren, warum, und das ergibt doch gar keinen Sinn. Ergibt sehr viel Sinn und macht auch sehr viel Sinn. Und ein ganz großer Vorteil ist, wir vermeiden damit auch Fehler, Aussaatfehler. Ihr könnt euch vorstellen, was wir zum Beispiel 2020 mit den Sonnenblumen hatten. Wir haben gegrubbert und in der Fahrgassenrichtung, wir haben ganz normal in der Fahrgassenrichtung gegrubbert. Und der Boden war so trocken, dass er um den Grubber rumgeflossen ist. Das heißt, wir hatten so unverfestigten Damm, so groß trockene Erde. Jetzt haben wir darauf Mais gelegt, in derselben Richtung. Dann konnte man sehen, Mais nicht Sonnenblumen, dann konnte man sehen, dass genau da, wo der Erddamm war, dieser trockene Boden, hatten wir keinen Feldaufgang, weil das Korn zu tief kam und zu tief in trockenen Boden. Wenn wir jetzt schräg dazu gefahren wären, dann hätten wir aber ein Korn vor und ein Korn hinter dem Damm platziert und hätten die Fehler minimiert, die wir auf dem Acker machen können. Fehlervermeidung auf dem Acker. So Leute, das war jetzt enorm viel. Ich glaube,
Das soll erstmal gewesen sein. Heute ist nämlich Donnerstag. Ihr habt eigentlich, seht ihr den Vlog ja heute Abend, aber ihr werdet den nicht sehen, weil ich das nicht schaffe zu schneiden rechtzeitig. Ich werde den morgen rausbringen, aber ihr wisst warum. War ein bisschen Zeitstress und. Also ihr müsst euch mit Freitag zufrieden geben, da tut mir auch ein bisschen leid. Aber ich denke, in Zukunft kommen wir wieder in gewohnten Rhythmus rein. Es ist jetzt bloß so, ich brauche eigentlich eine Woche Vorlauf mit den Vlogs, damit das gut funktioniert mit dem Cutter. Einen Abend hochladen, er lädt es am nächsten Tag runter, dann schneidet er das einen Tag und dann, also wir brauchen ungefähr 3-4 Tage, bis das bei YouTube landet, ohne Stress. Also wir kriegen es auch in 2 Tagen hin. So, deswegen schneide ich den heute Abend alleine, damit ihr den morgen habt. Wir haben auch keine Drohnenaufnahmen dabei, kann man schnell schneiden. Wir haben diesmal, ich habe keine Drohnenaufnahmen dabei, weil ich einfach Gas geben will. Und wir wollen nachher, wollen wir noch Gäreste fahren, in den restlichen Getreidebestand. Genau. Da zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Und dann zeige ich euch wahrscheinlich im nächsten Video. Also bis dann.